Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Christina Lugner. Alles zu ihrer Geheimhochzeit und der Scheidung. Wie kann eine anstrengende Arbeitswoche, eine anstrengende Fußball-WM-Woche netter, freundlicher, erotischer enden als mit dem begehrtesten Single im Land an meiner Seite? Oh, hallo Mausi Lugner. Ja, hallo. Ich meine, manchmal erlebt man ja auch als Herausgeber schräge Momente in seinem Leben. Man sitzt beim Frühstück, schlagt die eigene Zeitung auf, denkt sie nicht früh, so wie ich heute früh, und plötzlich sieht man Blitzscheidung Mausi Lugner. Naja, ja. Eure Zeitung war ja so clever und hat recherchiert. Ja? Ja. Die haben ja tatsächlich recherchiert. Das sollen sie ja üblicherweise tun. Ja, ja, die haben jetzt das gut gemacht. Sagen, dann schlagt man ja. Die Zeitung auf, liest Blitzscheidung Mausi Lugner. Jetzt hat man zwei Dinge. Denkt man sich, A, sie ist wieder am Markt, darüber werden wir dann gleich reden. Aber B... Wo war die Hochzeit, gell? Ja. Von wem ist die jetzt geschieden? Vom Richard? Ich das dachte, haben jetzt das viele, war längst der Fall. Stimmt, das haben viele oder geglaubt, vom ja. Neuen? Mhm. Da sagt man, hey, die ja. Waren doch nie verheiratet. Wie gibt's das? Also Mausi, kannst du dieses Liebesvivar, das deine entwirren, wunderschöne Person ja, ja. Umgibt, kurz kann einmal ich. Entwirren und mich aufklären, was ist da passiert in den letzten 24 Stunden? Ja, da ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Schau, im Prinzip war es so, das weiß man ja, dass ich einen langjährigen Partner hatte an meiner Seite, ja, nämlich 11 Jahre. Ja, das ist der Immobilien... ja, schau, er ist nicht gern, er ist ihn nicht gern in der Öffentlichkeit und deswegen haben wir das auch den wirklich Namen nennen wir nicht. Nein, schau, er wollte ist ein Immobilien, was, wie soll man ihn bezeichnen? Was ist er vom Berufswegen? Ja, der Franz, sagen wir. Franz, schau, Franz war halt immer ein Wirtschaftsmagnat mit zwei verschiedenen Standbeinen eben. Ich war halt mehr so der Society-Typ und das war eben das auch, wo ich gesagt habe, ich möchte mir meine Privatsphäre bewahren. Und es ist uns wirklich gut gelungen. Also das muss ich wirklich sagen, weil den Fehler, weißt du, mit der Privatsphäre, dass alles öffentlich gemacht wurde, wie mit Richard, das hat uns ja auch die Ehe gekostet. Das wollte ich noch nicht nochmal. Jetzt sag mir noch einmal, wann war jetzt genau die Richard-Scheidung? Die Richard-Scheidung war am 2. August 2007. Und dann hast du relativ kurz danach Franz kennengelernt. Den legendären genau. Franz, genau, den genau. Wirtschaftsmagnaten genau, kennengelernt, ja. Der in Klosterneuburg versteckt lebt und nicht an die Öffentlichkeit. Genau so ist es. Ja? Und wir haben das eigentlich wirklich sehr, ihr habt ja dann sogar einmal geschrieben, da waren wir zwei Jahre erst zusammen, da habt ihr sogar geschrieben, da waren wir gerade irgendwo in Afrika, da habt ihr geschrieben, geheimes Hochzeitsritual in Namibia. Oh, habt ihr geschrieben, ja, hat aber nicht gestimmt, okay. Ja. Hat nicht gestimmt. Nein, nein, wir haben das dann viel, viel, viel später und wirklich ganz im Geheimen gemacht, dass wir dann tatsächlich... Vor zwei Jahren habt ihr jetzt geheiratet, ja? Ja. Also seit wie lange warst du mit diesem berühmten Franz ein Paar? Naja, 9 Jahre davor, 2 Jahre verheiratet, jetzt sind es 11 Jahre, ja? Also 11 Jahre warst du mit dem ein Paar. Genau. Also genauso lang, wie du vom Richard geschieden bist, warst du mit dem ja, Franz. Genau so ist es. Das genau heißt, so den Franz hat es schon gegeben, als du vom Richard geschieden nein, bist. Nein, 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 das stimmt nicht, nein. Ich hab, nein, das stimmt, nein, 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 das stimmt wirklich nicht. Wir haben einander zwar kennengelernt, ja, das war weitere 10 Jahre davor, aber wir haben uns dann wieder getroffen, wirklich erst ein halbes Jahr nach meiner Scheidung. Verstehe. Und dann hat es wirklich... Zack, bumm gemacht und, zack, bumm. Und ja, wir haben uns verliebt ineinander. Zack, bumm und du bist nach Klosterneuburg gezogen. Auch nicht so schnell, auch nicht so schnell. Es war erst nach meinem Einbruch, den ich damals hatte. Also auf jeden Fall war die Mausi dann verliebt in ihren Franz und hat mit dem in wilder Ehe in Klosterneuburg gelebt. Genau, bis wir es dann halt sie legalisiert auf den haben. Red Carpets, er sozusagen hinter seinem PC, um es einmal genau. Sozusagen... Und dann ist was passiert, bitte? Dann heiratest ausgerechnet du, Mausi Lugner, die Inkarnation des lauten Society-Knalls. Ganz still, heimlich und leise. Um es jetzt einmal so zu sagen, ja. Die Society-Bombe schlechthin heiratet unter Ausschluss der gesamten Öffentlichkeit einen Mann. Ja, aber ich mache es wieder gut. Ja? Sollte sich ein Kandidat finden und ich heirate darüber wieder, reden, dann mache ich es ganz reden, okay. Groß. Ich darüber schwör, reden wir, danke. Das mache ich sicher wieder darüber gut. Darüber reden ja. Wir, danke. Ja, schau, wir wollten das bewusst aus verschiedenen Gründen wirklich ganz geheim halten und ganz leise halten. Und der ganz Franz ehrlich. Franz wollte das geheim halten, nehme ich eher an. Ja, schon im
gewisser Weise dann auch beide. Ja? Ja. Nein, schon gewisser Weise dann auch beide. Und ich war schon auch ein bisschen stolz darauf, dass wir es wirklich so geheim halten konnten und dass es wirklich niemand aber jetzt, ich meine, jetzt bin ich so wie du Vater, du bist Mutter, ja, etc. Also man hat ein Kind, ja, das du sehr, sehr gern hast. Ja, ich liebe meine Tochter über alles. Ja. Die weiß nichts von der Hochzeit. Ja, nein, ich habe sie dann später. Ist das normal, bitte? Nein, komm, das möchte ich jetzt nicht näher debattieren, aber ich habe sie dann später darüber informiert. Aber natürlich, wir brauchen jetzt nicht über das Prozedere diskutieren. Das Prozedere war so und noch einmal, sollte ich es wieder machen, dann können alle dabei sein. Gut, aber auch der Richard, dieser ärmste aller Armen, Single-Männer dieser Erde. Ja, was heißt, ja. Aber auch der wusste nichts davon. Nein, ich habe ihn einen Tag davor informiert. Dass du verheiratet, ja, von der Scheidung, aber nicht von der Hochzeit. Nein. Ich habe ihm einen Tag davor informiert, dass von der Scheidung hast du ihn jetzt informiert. Ja, musste ich ja, weil ich bin ja davon ausgegangen, dass ihr geschickt recherchiert und dass ihr das wahrscheinlich wissen werdet oder rauskriegen werdet. Ihr habt das ja tatsächlich dann rausbekommen. Ja. Also musste ich ihn informieren und es war ihm, da habe ich ihn von einer ganz anderen Seite auch kennengelernt, weil wir haben nämlich vorher einen Streit gehabt. Er muss ja sprachlos gewesen sein. Er war sprachlos. Wir haben vorher einen Streit gehabt wegen den Dreharbeiten, die ich abgesagt habe, aus anderen Gründen. Dann habe ich ihm das gleichzeitig drüber geworfen und dann war Was hast du ihm gesagt? Du und außerdem lasse ich mich scheiden? Ja, so ungefähr. Ja, das, von meinem Franz? Ja, so ungefähr. Ja. Und dann ist er natürlich auch aus allen Wolken gefallen. Aber er hat wirklich sehr lieb reagiert. Ja? Und schau, Richard ist ja für mich auch eine Art Lebensmensch. Ja? Ich habe Richard auch sehr viel zu verdanken. Wir haben eine schöne Zeit gehabt miteinander. So wie ich auch jetzt mit Franz. Ja? Also meine Partner waren halt wirklich auch sind Lebensmenschen für mich. Und der Richard war so lieb und hat gesagt, du, kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendetwas? Also wirklich ganz, ganz, ganz lieb. Jetzt bist du ja dann diese Scheidung feiern gegangen. Naja, feiern ist jetzt übertrieben. Sinn. Feiern ist und übertrieben. Da bist das und da habt ihr es auch abgeschossen. Da bist das ausgerechnet mit dem Richard Lugner. Ja, ein normaler Mensch geht ja nicht in Fabius feiern. Dort kann man ja davon ausgehen, dass man unter relativer öffentlicher Beobachtung steht. Ja, aber also da wussten wir auch so, vorher dass noch das nicht. Der geheimste Platz Wiens wäre. Ja? Stimmt. Genau. Stimmt. Also und da gehst du mit Richard zu Fabius, um zu feiern, dass du wieder frei bist. Naja, die Geschichte war auch wieder andere, weil wir hätten eigentlich einen Auswärtstermin gemeinsam gehabt, Richard und ich, an dem Tag am Abend, nämlich in Ried im Innkreis. Und der Richard hat zugesagt, ich habe aber abgesagt, weil ich ja schon wusste, dass der Tag für mich äußerst schwierig sein wird. Und deswegen kam es dann zu den gemeinsamen Mittagessen. Schau, er wollte mich einfach sehen dann danach, er wollte auch sehen, wie es mir geht, ob es mir gut geht, ob ich irgendwas brauche, ob er irgendwas machen kann. Eh lieb von ihm, wirklich ganz, ganz, ganz lieb von ihm. Und geht es dir gut eigentlich? Naja, schau, eines muss ich natürlich schon sagen, es hat mich emotional wirklich schon aus der Bahn geworfen. Schau, wenn du verwurzelt bist, ja, und dann aber doch siehst, beide sehen, dass es halt jetzt nicht der richtige gemeinsame Weg ist, ja, und man entzweit sich, dann wirkt man schon noch ein bisschen entwurzelt. Ich meine, das wird dir wahrscheinlich bei deiner Scheidung auch nicht anders gegangen sein. Ja. Und natürlich war das sehr emotional für mich. Und natürlich bin ich sehr traurig. Und wenn ich nicht traurig wäre, wäre ich ja, weiß ich nicht, da wäre ich ja ohne Gefühle. Natürlich bin ich traurig, weil ich denke mal, 11 Jahre und eine schöne Zeit, die wir miteinander verbracht haben, eine wunderschöne Zeit. Und die ist halt jetzt, diese gemeinsame Zeit ist vorbei. Es ist sehr traurig. Ja, und jetzt bist du also heute auf der Titelseite etc. Da muss sich ja jetzt einiges auf deinem Handy abspielen. Ah ja, sind es nur die Freundinnen, die anrufen, oder sind da auch schon Männer dabei? Ich darf da gleich eines dazu sagen. Ich habe dann gestern mal gedacht, warum gehe ich nicht auf Facebook? Pass auf, mach einen Account in Facebook und ich habe es keinen Spaß. Ja, in der ersten halben Stunde, ich habe das dann sofort gestern wieder hast du einen sofort Account annulliert. Auf Facebook nein, sofort wieder annulliert. Sofort annulliert. Aber du wolltest über 10.000 Scheidungsverzweiflung wolltest du einen Account auf Facebook. Genau so war es. Und hast in einer halben Stunde 10.000 Friends. Nein, vergiss es. Ich habe das gleich wieder annulliert. Also ich bitte jetzt die Zuschriften bitte an OE24.at zu senden. Und dann können wir ein Casting machen. Das ist doch wunderbar, du auf Facebook. Ja. Nein, ich bin schon wieder draußen. Und wer hat dich angerufen heute zum Beispiel in der Früh? Weil du musst muss ja einigen des Frühstücksgipfels überall stecken geblieben sein. Ja, einige, die es natürlich gestern durch euch auch, durch online durch OE24.at mitbekommen haben, natürlich dann auch eben durch die Schlagzeilen heute, haben mich schon viele angerufen, keine Frage. Ja. Und eher Freunde, die sagen, du Arme,
oder eher ja, potenzielle neue Männer, die sagen, gehen wir nächste Woche essen? Ja, potenzielle neue Männer jetzt nicht so, nein, nein. Aber natürlich Menschen, die Solidarität bekunden, ja, und die sagen, können wir da irgendwie helfen, brauchst du Zuspruch, möchtest du sprechen, ist ja wirklich ganz lieb, ja, weil ich meine, schau, die sozialen Kontakte sind nach wie vor immer die besten, ja. Schau, die Partner sind eigentlich Lebensabschnittspartner in Wahrheit, die verändern sich wahrscheinlich, ja. Die Familie, die dir nahe steht, aber ganz wichtig ist natürlich der soziale Kreis, der enge soziale Kreis. Den du ja hast. Den ich habe, ja, ja, Gott sei Dank. Und wo dich viele Leute sehr lieb haben und was ja, du jetzt schon gespürt hast. Ja, so. Also, zwei Lebensabschnittspartner sind Ciao mit Au, um es einmal so zu sagen. Das heißt, die Frage ist, in welchen Lebensabschnitt tritt die Mausi Lugner jetzt ein? Wir gehen in eine kurze Werbepause. Und dann habe ich natürlich die Frage, Mausi, was ist mit dem nächsten Mann? Wer wird sein? Und könnte es vielleicht der Richard sein? Aber das beantworten wir gleich. Wir sind gleich da. Nach einer kurzen Werbepause sind wir wieder zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Christina Lugner. Alles zu ihrer Geheimhochzeit und der Scheidung. Ja, bei uns zu Gast bei Fellner live als wunderschöner Abschluss einer hoffentlich wunderschönen Woche, Mausi Lugner. Danke fürs Kommen an einen besonderen Tag, denn ab heute ist die Mausi wieder zu haben, darf man sagen. Ja, so ab heute ist sie wieder Single. Ja. Der nicht vorhandene Ring, mit dem du ganz Österreich getäuscht hast, ist auch virtuell weg. Ja, sozusagen. Nein, es gab ihm schon, ja, aber ich habe ihm halt abgelegt jetzt. Verstehe. Auch das ist niemandem aufgefallen. Ja, eben, aufgefallen. Ja. Ja, mir wäre es aufgefallen, weil wir haben vor kurzem ein Interview gemacht. Ja. Und da hattest du ja noch von deinem Lebenspartner geschwärmt in den allerhöchsten Tönen, obwohl die Scheidung schon im Laufen war. Siehst, aber du bist natürlich auch eine großartige Schauspielerin. Ja. Und außerdem, du liebst deine Männer ja auch, wenn du von ihnen geschieden bist. Jetzt geht ein neuer Lebensabschnitt los für dich. Ja, absolut, ab heute bist du frei wie... Frei wie ein Vogel sozusagen. Mindestens, ja. Wahrscheinlich frei wie eine ganze... Macht aber auch ein bisschen frei Angst, wie eine ganze Concorde-Flotte. Absolut, ja. Und wenn man deine Power dazu hat, ja. Was heißt denn das? Mausi Lugner auf Männersuche? Naja, schau, wer mich kennt... Wissen sich die Männer Österreichs jetzt, wo am Mann sind? Nein, hör auf, wer mich kennt, weiß ja auch, wo so meine Prioritäten sind. Schau, ich war ja nie eine, die jetzt, wie soll ich sagen, die jetzt Toyboys hatte wie Heidi Klum. Ich war ja auch immer eine, die in langjährigen Partnerschaften war. Also es gab jetzt da nicht so kurze Liaisonen oder so, ja. Aber sowas wie die Heidi Klum wäre schon mal lustig, oder? Na, hör auf, oder? Na geht, das so kommt, nein. 24 oder 25-Jährige? Nein, nicht einmal ansatzweise. Wäre das nicht geil? Nicht einmal ansatzweise. Das interessiert dich nicht? Interessiert mich nicht einmal ansatzweise. Aber wenn das die Heidi Klum entsprechend anmacht, wäre das ja für dich vielleicht auch was. Ich meine, du wirst auch von Jahr zu Jahr jünger. Ja, warum sollst du nicht einen 24-jährigen Toyboy zulegen? Dank eurer Maskenbildnerin natürlich, ja. Ja. Dank du, eurer nein, was sag ich jetzt einmal? Nein, nix. Nein. Ein jüngerer doch. Mann wäre das nicht einmal was anderes? Du, ich würde mich niemals mit einem Mann im Badezimmer matchen wollen, um irgendwie mithalten zu wollen. Also das brauche ich wirklich nicht. Den Stress brauche ich nicht. Und es ist auch nicht mein Beuteschema. Mein Beuteschema war ja auch immer was eher älterer, gediegener Herr, schon ein bisschen so konservativ irgendwie. Das, eigentlich passt das nicht zu mir, ich weiß schon. Ja? Weil eigentlich würde man ja bei mir eher so etwas Schrilles assoziieren. Ja, aber das bin ich in Wahrheit privat nicht so wirklich. Genau. Ja? Das ist nach außen aber hin transportiert. Du, aus das schwer ohne Mann, da fehlt dir was, ne? Also ich bin sicher keine Person, die alleine leben will und möchte. Sicher nicht, nein. Also ich möchte schon in der Zweisamkeit leben. Und ich glaube auch, und ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen auch wirklich dafür nicht geboren sind, um allein zu leben. Das heißt, ab sofort suchen wir für dich einen Partner, Mausi. Ja, bitte Zuschriften. Ja? Zuschriften an OE24. Wie muss denn der beschaffen sein? Wie soll der ausschauen? Naja, wie gesagt, nicht auf gar keinen Fall jünger als ich, ganz im Gegenteil, sondern schon eben. Also knapp älter. Über 30 sozusagen. Ja, knapp über 30. Gut. Ja. Und, blöde Geschichte, gell? Wenn man selber nicht mehr weiß, wie alt man ist. Aber was ist wichtig? Was setzt du bei so einem Mann voraus? Naja, natürlich. Braucht schon halbwegs ordentliches Vermögen, oder? Ich meine,
man muss einander einfach verstehen, keine Frage. Ja? Aber ich suche natürlich jetzt niemanden, der jetzt quasi mit mir oder von mir oder wie auch immer lebt. Ja? Nein, also es muss einfach passen. Ja? Das Gesamtpaket muss einfach passen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt jetzt schon so wirklich so schnell auch bereit bin. Sie glaube ich auch gar nicht. Ich muss es jetzt einmal verdauen auch. Ja? Aber wie gesagt, ich habe einen guten Freundeskreis, ich habe der Richard, der sich um mich kümmert, was will der Mensch mehr? Aber der dritte Mann ist definitiv auf der Agenda. Also, dass ich allein, allein möchte ich sicherlich nicht alt werden. Genau. Du, und wie kommt man jetzt auf diese doch etwas schräge Idee, mit dem Ex-Ex, die Scheidung vom Ex zu feiern. Ja, schräg. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwie so ergeben, dadurch, dass wir ihm am Vortag telefoniert haben und er mich gefragt hat, wann denn das ist. Und ich habe gesagt, eben in der Früh. Und er hat gesagt, naja gut, aber dann, ich muss ja dann sowieso nach Ried, wo du nicht mitfährst. Dann treffen wir uns doch einander halt noch kurz in der Stadt, bevor wir wegfahren. Ja. Und so gab es eben dann das Essen in Fabius. Und gehen wir ins Fabius, da sieht uns keiner. Da sieht uns keiner, ja, genau, genau. So war es, ja. Gut, und jetzt der Ritschilein trifft Mausilein. Ja. Da könnte doch sein, dass da vielleicht noch so ein bisschen was wie a little bit of love ist. Nein, das also, heißt ja, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, au revient toujours à la première amour. Ich bin eigentlich zur Überzeugung gelangt, dass man eigentlich nicht wirklich etwas aufwärmen sollte. Das kommt nicht so gut, weil, es kommt sicher nicht so gut. Wobei, wie gesagt, ich würde niemals über meine Partner, also meine Partner sind mir wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Aber du hast zum Richard schon eine ganz besondere Beziehung. Ja, natürlich, er ist doch ein Lebensmensch und soll es dem Richard schlecht gehen. Er könnte jederzeit zu mir kommen, wenn es ihm schlecht gehen würde. Natürlich bin ich für ihn da, er war auch immer für mich da. Aber es ist ja nicht nur, dass du für da bist, du kämpfst ja fast wie eine Amazone gegen Frauen, wo du der Meinung bist, die nutzen ihn aus. Sage nur das Stichwort ja. Bambi. Ja, also da möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Aber weil also, du da möchte ich gar nicht eingehen. Da hat es eine lange Auseinandersetzung gegeben über Twitter, Mail, Facebook und was ich nicht. Also ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Ja, aber ihr befetzt euch da ja ordentlich. Ich befetze mich gar nicht. Natürlich, du hast ja mehr oder weniger ihr vorgeworfen, sie wäre eine Golddiggerin. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Im weitesten Sinne. Sondern, was hast du gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, meine Feinde suche ich mir schon selber aus und mit einem gewissen Personenkreis möchte ich einfach nicht wirklich etwas zu tun haben. Das ist genau meine Aussage gewesen. Und ich möchte einfach, schau, was ich möchte ist, ich möchte, aber jetzt global gesprochen, Richard schon und wir als Familie wollen Richard eigentlich beschützen vor einem Einfluss, der jetzt nicht so ehrlich ist. Ja? Ja. Vor so einem Einfluss möchten wir ihn schon gemeinsam beschützen, weil er hat es sich wirklich verdient. Du, deine Tochter und diverse Freunde. Die Familie einfach. Er hat es sich verdient, auch um seiner selbst willen geliebt zu werden. Er ist ein lieber Mensch. Und du liebst ihn nach wie vor? Naja, Liebe schon. Auf diese Art. Ja, auf meine eigene Art. Ja, meine ich. Auf meine eigene Art, wie man einen Ex-Partner eben lieben kann. Ja? Aber das ist auch die Liebe, die ich auch immer noch für meinen Ex-Partner, eben für Franz verspüre. Das ist eben eine andere Art, liebevoll mit ihm zu gehen. Auf die Idee gekommen, ins Fabius die Scheidung feiern zu können. Ja, aber schau, wir sind ja auch beide noch ein bisschen emotional und wir müssen das beide auch noch verarbeiten. Ja. Und ich war auch wirklich sehr, sehr, sehr traurig und habe auch ein paar Tränen vergossen. Und ihm ist es auch nicht so leicht gefallen. Auch ihm ist es sehr, sehr nahe gegangen. Mhm. Aber wie gesagt, also zum Richard noch einmal zurückzukommen, weil das war ja eigentlich die Frage. Ja. Wir wollen einfach wirklich die bestmögliche Person an seiner Seite haben, mit welcher wir auch als Familie leben können, mit welcher wir auch Weihnachten feiern können. Ja, das ist vorbei. Das kann man nicht mehr aufwärmen. Aber das nächste Weihnachten feiert ihr vielleicht gemeinsam. Ja, das würde ich auch nicht ausschließen. Nein. Mit der Tochter wieder. Ja, mit dem das schließe ich sicher nicht aus. Ja. Vielleicht habe ich auch bis zu dem Zeitpunkt auch wieder einen Lebenspartner. Ich weiß es ja nicht. Ich würde mir es wirklich wünschen. Aber mal schauen, was so kommt. Ne? Genau. Also das ist doch der schönste, romantischeste Abschluss, den man bei so einer Woche mit haben Herz, kann, ne? Oder? Mit einem Herz. Wir kommen fast die Tränen dir schon, sowieso. Ja. Mhm. Mausi Lugner, frisch getrennt, sozusagen noch mit dem Schild Fresh Painted Single bei mir im Studio. Ja. Knallrot, Lady in Red. Falls Sie diese Lady in Red sozusagen überzeugen wollen, dass Sie der Richtige sind,
dann bitte nichts wie ran an die Mausi. In diesem Sinn wünsche ich jetzt allen Männern an diesem Freitagabend oder Freitagnacht eine romantische Mausi-Nacht und allen Damen ähnlich romantische Gedanken. Es muss ja nicht immer eine Scheidung sein, oder? Genau so ist es, ja. Sag Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche ein schönes Wochenende und bitte nicht vergessen, den nächsten Dienstag, da toppen wir die Mausi noch. Oh, weiter kommt, wer ins Studio? Keine Ahnung, der Richard? Frank Stronach. Wie toppen wir Richard Lugner mit Frank Stronach? Ja, Wahnsinn. Und Frank Stronach hat ein Esoterikbuch geschrieben. Oh mein Gott. Wie man richtig lebt. Und das will er am Freitag, am nächsten Dienstag in Fellner Live Ihnen allen vorstellen. Ja, in diesem Sinn, wir sehen uns wieder am Montag. Danke, schönes Wochenende. Abend.